1. Johannes 3 sagt, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Jetzt werden viele Leute dies benutzen, um zu sagen, hey, wenn du gerettet bist, wirst du nie sündigen. Und diese Passage in 1. Johannes 3 beunruhigt die Leute, sie verwirrt und ich kann verstehen, warum. Ich kann verstehen, warum die Leute 1. Johannes 3 lesen und es wirft sie in eine Schleife. Was, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde? Wovon redest du? Aber wenn man es mit Römer 7 vergleicht, was hat Paulus zweimal in Römer 7 gesagt? Ich werde dein Gedächtnis für dich auffrischen. In Römer 7, Vers 17 sagt er, jetzt aber, pass auf, vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Weiter in Vers 20, wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Was sagt Paulus? Er sagt, wenn ich Unrecht mache, bin ich es nicht wirklich, der es tut, es ist die Sünde, die in mir wohnt. Nun, du kannst dich das ansehen und sagen, das klingt nach einer bequemen Ausrede. Das hört sich an, als würde jemand seinen Eltern sagen, ich weiß nicht, es war die Sünde, die in mir wohnt, Mama. Nicht ich habe den Keks aus der Keksdose genommen, es war die Sünde, die in mir wohnt. Ich, elendes Kind, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Das werden Kinder ihren Eltern sagen, oder? Aber hier ist die Sache aber, okay? Paulus steht hier unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Ich meine, das ist die Bibel. Das ist Wahrheit. Er sagt also, wenn ich die falschen Dinge tue, ist es nicht mein Inneres. Es ist nicht der neue Mann, es ist der alte Paulus. Es ist das Fleisch und er identifiziert sich nicht einmal damit. Er sagt, ich bin es nicht, es ist der alte Mann. Weil er sich nach dem inneren Mann am Gesetz Gottes erfreut. Dieser Typ, der all die falschen Dinge tut, ist der alte Paulus, der jeden Tag sterben muss. Also 1. Johannes 3 sagt, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Wenn du jetzt zu 1. Johannes 5 gehst, nur ein paar Seiten rechts in deiner Bibel, 1. Johannes 5, 18 sagt, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Jetzt weiß ich nicht, wie die Leute diese Verse einfach ignorieren können. Wenn du glaubst, dass die Bibel Gottes Wort ist, musst du daran glauben, dass dies wahr ist. Wer aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Und da er uns gerade gesagt hat, dass wir alle Sünde haben, ist die klare Antwort die Tatsache, dass wenn wir sündigen, nicht die Person sündigt, die aus Gott geboren ist. Es ist das nicht wiedergeborene Fleisch, das sündigt. Nicht Paulus 2,0, der von Gott geboren wurde, sondern Paulus 1,0, der aus sündigem Fleisch geboren wurde. Und dieses Fleisch wird sündigen bis zum körperlichen Tod. Er sagt, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst und der Böse tastet ihn nicht an. Gehe zu Epheser Kapitel 4, Vers 20. Es gibt eine Menge Verse darüber. Ich habe nicht die Zeit, auf alles einzugehen, aber ich versuche heute Abend diese Lehre darzulegen und dir zu helfen, diese wichtige Lehre zu sehen, dass wir, wenn wir gerettet sind, zwei Naturen haben. Die neue Natur und die alte Natur. Der neue Mann, der alte Mann. Der innere Mensch und der fleischliche Mensch. Und diese beiden Typen stehen sich gegenüber, weil der eine nicht sündigen kann und der andere Gott nicht gefallen kann. Sie können nicht zur Synthese gebracht werden, my friend, denn sie sind in Feindschaft, sie stehen gegeneinander. In Epheser 4,20 heißt es, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt. Er sagt, verschießt den alten Mensch, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Und guck mal, ein verdorbener Baum kann keine guten Früchte bringen. Der alte Mann ist schlecht, er ist fleischlich, er kann nicht den Gesetzen Gottes unterworfen werden. Er ist ein Verlierer, er muss sterben, töte ihn. Aber was sagt er als nächstes? Er sagt, lege den alten Menschen ab, aber Vers 23, dagegen erneut werdet im Geist eure Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder, zündet ihr, so sündigt nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Und weiter, er listet alle diese Dinge auf, die wir loswerden müssen und all die guten Dinge, die wir tun sollten.